Überlebende. Wo ist Vorarbeiter Mugga? Ich habe Mugga seit dem Einsturz nicht mehr gesehen, Häuptling. Der Rest hat sich versteckt. Die Minen wurden überrannt. In Ordnung. Durchsuch die Tunnel. Finden wir die anderen. Ja, schon dabei. Ja, da ist ja schon der Erste. Der hoppt in der Wand. Wir warten schon seit Stunden auf Unterstützung. Wisst ihr, ich würde dabei helfen, die Monster zurückzuschlagen, wenn nur dieses verdammte Bein nicht wäre. Wie dem auch sei. Ich bin bereit, von hier zu verschwinden. Ach, nichts von all dem wäre geschehen, wenn der Häuptling... Vergesst es. Wenn der Häuptling was? Sie macht uns immer wieder Druck, damit wir neue Erzadern finden, doch die sind fast versiegt. Wir können nichts fördern, was es nicht gibt. Ja. Diese verdammte Steinschmelzlösung sollte den Ausbau der Mine vorantreiben. Aber das ist verrückt. Jetzt müssen wir uns damit auch noch herumschlagen. Alles klar, der Weg ist frei. Ihr könnt zur Oberfläche zurückkehren. Okay. So. War das für ein wabberndes Ei? Das weiß ich nicht. Das sah jetzt nicht so lecker aus. Das ist auch jetzt kaputt. Mauloch sei Dank. Ich dachte, ich würde hier unten sterben. Mit wem seid ihr gekommen? Dem Häuptling? Tulskrieg? Beide, warum? Ich fragte mich nur, ob sie das Kriegsbeil lang genug begraben können, um uns hier rauszuholen. Diese Sache zwischen ihnen wird früher oder später auf die Spitze getrieben werden. Ich würde sagen, bringen wir es hinter uns. Dieses ganze Desaster ist ihre Schuld. Ihrer beider Schuld. Der Weg nach draußen ist frei. Ihr könnt jetzt entkommen. So. Ah, da ist ja der Nächste. So, und gehen wir hier. Nun, ihr seid keine schlitznasige Goblin-Kreatur oder ein Riesenkäfer. Gute Neuigkeiten für mich, was? Ich sitze hier seit dem Einsturz fest. Und lasst mich euch eines sagen. Die Viecher sind überall. Ich hoffe, die anderen Arbeiter geben dafür nicht dem Häuptling die Schuld. Warum? Weil es nicht ihr Fehler ist. Ihre Erwartungen für den Minenausstoß sind vernünftig. Sogar großzügig. Doch manche von Tulskregs Schergen sind nie zufrieden. Ich hatte Gerüchte gehört, dass einige Minenarbeiter die Steinschmelzrezeptur ändern, um den Ausstoß zu erhöhen. Wie haben Sie das Rezept verändert? Ich weiß es nicht. Das ist nur ein Gerücht, wisst ihr? Der Gedanke dabei ist wohl, einen stärkeren Trank herzustellen, der durch mehr Stein schneidet, um so die Arbeit leichter zu machen. Doch Häuptling Ursigs Rezept ist sehr präzise. Wenn jemand einen Fehler dabei gemacht hat, läge es daran, dass jemand nicht genau gemessen hat. Alles klar, der Weg ist frei. Ihr solltet zum Ausgang gehen. Der letzte. Stahl und Stein bin ich vor euch zu sehen. Ich dachte, wir wären erledigt. Hört zu, da sind immer noch Minenarbeiter, die Hilfe brauchen. Sie wurden unten durch einen Tunneleinsturz eingeschlossen. Ich habe versucht, sie auszugraben, doch diese Kreaturen fingen an, sich zusammenzurotten. Ich musste fliehen. Erzähl mir mehr über den Tunneleinsturz. Es ist der Eingang zu einer neuen Grabungsstätte. Einer guten. Reichlich Erz gab es da. Ich weiß nicht, was den Einsturz ausgelöst hat. Ich habe nur das Donnern gehört und gesehen, wie die anderen die Beine in die Hand genommen haben. Ich habe versucht, meinen Leuten zu helfen, aber diese Steine sind schlichtweg zu groß. Alles klar, ich werde den Einsturz untersuchen. Geht ihr los? Genau.
Hier, mach mal runter hier. So kommen wir niemals rechtzeitig zu Ihnen. Wir müssen den Stein auflösen. Augen auf, Ursik! Es ist zu unsicher. Wir dürfen keinen größeren Einsturz riskieren. Ja. Ach da. Tulskreg jault wie ein Hund, während unsere Geschwister um ihr Leben kämpfen. Diesem Fels mit Spitzhacken und Spaten zu Leibe zu rücken, ist töricht. Wir müssen uns den Weg mit der Steinschmelzlösung freimachen. Wie machen wir das? Sieht aus, als hätten diese verdammten Kreaturen die Zutaten überall verstreut. Ich werde meine Minenarbeiter nicht wieder in Gefahr bringen. Na, wie wäre es, Außenseiter? Könnt ihr die Zutaten suchen und zu mir zurückbringen? Sicher, ich kann die Zutaten suchen. Wie wirkt dieser Trank? Man vermischt drei Reagenzien und erzeugt so ein starkes alchemistisches Lösungsmittel. Es ist vollkommen ungefährlich, doch es wirkt schnell. Also seid bereit, euch gleich wieder zu verziehen. Folgt einfach meinen Anweisungen auf dem Tisch da drüben. Sie enthalten auch eine Liste mit allem, was ihr braucht. Was geschieht, wenn ich einen Fehler mache? Dann verlieren wir kostbare Zeit. Also macht keinen Fehler. Okay. Sorgt euch nicht zu sehr. Die Anweisungen sind simpel. Deshalb lasse ich auch euch das Mittel zubereiten, anstatt es selbst zu machen. Mhm. Ich muss dem Clan zeigen, dass jeder das kann. Sogar ein Außenseiter. Danke. Bisschen komisch, ne? Ja. Zu wollen. Ja, danke. Verstanden. Blöde Kuh. Weitermachen. Alle graben weiter, bis Zutaten. Zwei Teile. Das Schneebärengalle. Gekocht. Ein Teil getrocknetes Schröterharz. Fein gemahlen. Ein Teil. Aschenbrühe. Um die gewünschte Reaktion in der Zusammensetzung des Steins zu erreichen, müssen die Zutaten in der richtigen Reihenfolge und in angegebenem Verhältnis gemischt werden. In eine Basis aus Schneebärgalle wird langsam das Schröterharz eingerührt, bis die Mischung schaumig und locker ist. Gib vorsichtig das Aschengrubenpulver hinzu, aber achtet darauf, die Lösung vor der Anwendung. Ja, bla 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 bla. So. Okay. Dann wollen wir sammeln gehen. Ups. Einen hätte ich hier drüben schon gesehen, genau. Schröterharz. Nebengalle. Ah, das machen wir wieder zusammen. Aschgruppenpulver. Okay. Das geht doch garantiert wieder schief, weil sie das Rezept falsch aufgeschrieben hat. Das kenne ich aus Kochbüchern auch. Oder Backrezepte. Na, das wird mehr. Okay. Echt? Zur Not könnte ich mir nochmal durchlesen. Also erst die Schneebärgalle, ja. Dann das Schröterharz. Weg da, los. Oh, gut gemacht. Können eure Schaufeln und Spitzhacken da mithalten, Tulskreg? Sogar ein blinder Ich-Hartere findet mal einen Kürbis. Es war Glück und sonst nichts. Ja, ja. Nein, das war Können. Voll das alchemistische Können. Ja, bitte. Natürlich, wir können das. Ehrlich. Was ist das? Ich habe Alchemie überhaupt nicht weiterentwickelt, aber... Das ist ein... Mhm. Ja, ich wollte es auch wegkicken. Ja.
Stinkt einer mit Gift nach mir. Jetzt wieder nicht. Ein bisschen außer Dingens. Übung. Gut, dann geht's weiter. Ich will den Ei zu zertrümmern. Hier, ein Wammelei. Also, er ist schon durchgegraben hier schon. Ne? Das mit Moria. Moria, genau. Die Eier noch wegbrennen. Oh, ein Speedrun. Hier gibt's auch nichts zu looten, ne? Nö. Kieferknochen. Was ist hier geschehen? Keine Zeit zum Grübeln. Wenn es jemand weiß, dann dürfte das Mugga sein. Er war vermutlich auf dem Gerüst und hat die Ausgrabung geleitet. Ja. Geht da hoch und sucht nach ihm. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Diese Spalte. Okay. Hat das wirklich die Steinschmelze bewirkt? Das ist auch einerlei. Wir müssen Minenarbeiter retten. Meint ihr Mugga? Soweit ich das sehe, fehlen drei Orks. Einschließlich des Vorarbeiters Mugga. Meint ihr, Mugga hat überlebt? Er ist hart wie ein Amboss aus Orsinium. Er hat überlebt, da bin ich mir sicher. Wie ich schon sagte, er hat wahrscheinlich nur vom Gerüst aus Befehle gebrüllt. Da hat man ja auch einen besseren Überblick. Ihr sucht oben, ich unten nach den anderen Minenarbeitern. Und halt, eine Sache noch. Was? Sorgt dafür, dass ihr herausfindet, was er über das alles weiß. Ich brauche die ganze Geschichte. Okay. Ich muss wissen, wer Schuld hat. Ja, ist auch gut. Wenn ich es bin. Ich werde Mugga finden und fragen. Niemand weiß, was hier drinnen herumkriecht. Kämpft tapfer, ja? Ja, geht. Natürlich. Ja, ja. Schon unterwegs. Wo bist du? Auch da in die Richtung gegangen. Hey, wo bist du denn? Ach, hier. Schick. Da ist er. Hey, schlafen tut er. Ein freundliches Gesicht. Ich wusste, dass Häuptling Ursig nicht einfach nur herumsitzen und uns sterben lassen würde. Aber es war knapp. Ich wäre fast in das Loch gefallen, als das Gerüst einstürzte. Gut, dass ich so behende bin, was? Mugga, richtig? Was ist hier geschehen? Ich wünschte, ich könnte es sagen. Mazok, Nasba und Blograd machten sich bereit, einen Tunnel mit Hilfe der Steinschmelze auszugraben. Mazok kam ein paar Minuten später zurückgelaufen. Und da passierte es. Die Mine schüttete sich wie ein nasser Hund und der ganze verhauerte Laden stürzte ein. Glaubt ihr, die anderen könnten überlebt haben? Ich weiß es nicht.
Ich bin schon lange genug Vorarbeiter, um zu wissen, wann man die Hoffnung aufgibt. Doch hier stehe ich nun und hoffe. Ich glaube, sie haben es aufs Gerüst geschafft, aber sicher bin ich mir nicht. Ich hoffe, ihr tut mir den Gefallen und sucht nach ihnen. Falls sie überlebt haben, brauchen sie Hilfe. Okay, ich werde nach ihnen suchen. Ja, ich sehe sie. Anweisung für neue Lösungen. Warte mal, ich muss auch noch hin. Und durchs Loch! Das war so klar! Das einzige Loch und ich treffe. Ja, super. Ja, wie komme ich denn jetzt auch hoch? Also das machen wir nicht zusammen. Ja, warte hier. Siehst du, wo ich bin? Ja. Alle haben es rausgeschafft. Außer den drei hier unten. Hattet ihr Glück? Aber nach Grund, den habe ich nicht gesehen. Die des Häuptlings? Muga hat überlebt, doch die anderen nicht. Marzok hat die Rezeptur der Steinschmelze verändert und den Einschutz verursacht. Sie hat was? Nein, da muss es doch einen Fehler geben. Marzok würde dem Clan nie absichtlich schaden. Sie hat versucht, uns zu beschützen. Sie hat versucht, Häuptling Urziks Abbauanforderungen zu erfüllen, indem sie Zeit in der Mine einspart. Seht ihr? Häuptling Urzik hat genauso viel Schuld. Sie hätte diese Alchemie besser erklären müssen. Sie hätte unsere Arbeitspläne leichter machen müssen. Wir können später darüber streiten, wer im Recht ist. Im Augenblick müssen wir uns darauf konzentrieren, aus der Mine zu kommen. Können wir nicht so zurückgehen, wie wir gekommen sind? Wir müssten uns wieder durch diese Kreaturen kämpfen. Es gibt noch einen anderen Eingang dort entlang. Ihr müsst nur einen Weg für uns freimachen. Ich werde Muga helfen und folge euch, sobald die Luft rein ist. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Da können wir uns ruhig durchkämpfen. Ich ja, warte nicht. Es war doch nix. Mann. Geht das hier irgendwo? Heulsuse, der Kerl. Ja, ehrlich. Mimimi. Mann. Aber so sind sie. Dann müssen wir uns hier auch durchkämpfen. Ja, eben. Das ist doch überhaupt kein Unterschied. Mann. So. Da sind wir. Benutzt die Steinschmelzlösung bei den Felsen und holt uns hier raus. Geh mal durch hier. Hallo? Hallo? Das westliche Himmelsrand. Haben wir es geschafft? Abgestürzt. Genau. Oder war es der Anfang einer langen Questreihe? Juhu. Tageslicht. Das blendet. Ja. Und so kalt. Wieder eine kuschelige Miene. Ja. Na, was ist da wieder los? Häuptling Urzik, wir müssen das nicht vor allen austragen. Ich muss es wissen. Alle müssen wissen, was dort unten vor sich ging, Tuls Kreg. Dieser Clan hat genug durch abschätziges Flüstern und böses Blut gelitten. Es ist Zeit, das aus der Welt zu räumen. Ja. Ach da. Ja. Bitte, hört einfach zu. Marzok hätte den Clan nie absichtlich in Gefahr gebracht.
Sie war fehlgeleitet und sie hat unüberlegt gehandelt, aber sie hat nur versucht, die Forderungen des Häuptlings zu erfüllen. Wenn Ursig das herausfindet, Marsok sollte nicht dafür leiden, dass sie ihren Clan beschützen wollte. Was für eine Bestrafung wird Marsok bekommen, weil sie den Einsturz verursacht hat? Sie wird den Blutzoll entrichten. So bestrafen wir unser Eins. Anstatt sie einzusperren oder arbeitsunfähig zu machen, reißen wir jenen, die den Clan enttäuschen, die Hauer heraus. Aua. Ich schätze, es ist besser, als richtig Blut zu vergießen. Doch es ist ungeheuer schmerzhaft. Ich schätze, es ist besser, als richtig Blut zu vergießen. Doch es ist ungeheuer schmerzhaft. Achso, sie wird ja. Es mit Freuden tun, wenn falsche Spalte gelesen. Falsche Spalte gelesen. Mit ihr. Ich habe ihn wiederholt. Nicht zu bestrafen. Ursig mag blind vor Wut sein, doch sie trägt auch einen Teil der Schuld. Ja, ein Scheitern des Clans ist ein Scheitern des Häuptlings. Okay. Der Clan überlebt. Gerade so. Ohne eure Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Ich sage das nicht oft, aber habt Dank. Nun, verratet mir. Habt ihr irgendetwas gefunden, während ihr dort unten wart? Etwas, was womöglich erklärt, wie dies alles geschehen konnte? Marzok hat die Rezeptur verändert, um den Druck von den Minenarbeitern zu nehmen. Verdammt! Ich hatte das schon vermutet, doch ich hatte gehofft, dass ich mich irre. Sie lässt mir keine Wahl. Ich muss den Blutzoll fordern. Marsoks Taten haben zu Opfern in unseren Reihen und fast zum Einsturz unserer Festung geführt. Ich werde ihr selbst die Hauer ausreißen. Toolskrieg meinte, ihr hättet auch Schuld. Ihr zwingt den Clan diese neue Methode auf, ohne zuzuhören. Natürlich gibt Toolskrieg mir die Schuld. Er gibt immer mir die Schuld. Ich habe diesen Clan, diese Familie vor dem Untergang bewahrt. Ich habe uns eine zweite Chance gegeben. Ich habe zu viel Druck gemacht. So ist es als Häuptling. Wenn unsere Rollen vertauscht wären, was würdet ihr tun? Ja, ich würde Marzok verschonen. Ihr habt selbst gesagt, ihr habt zu viel Druck gemacht. Sie wollte dem Clan nur helfen. Ihr habt wohl recht. Ja, habe ich. Ich muss meinem Clan zeigen, dass ich nicht nur ein neues Vorgehen im Bergbau zu bieten habe. Ich biete auch eine neue Herangehensweise an das, was es heißt, in diesem Clan zu leben. Und diese beginnt jetzt. Mit Gnade. Vielen Dank. Bitte, nehmt dies als Zeichen unserer Freundschaft. Ja, nehme ich gerne. Ich habe ein gutes Gefühl, was die Zukunft der Festung angeht. Hoffentlich wird diese Nachlässigkeit uns auf einen neuen Kurs bringen. Vielleicht wird Toolskrieg mir sogar dafür danken. Das wäre einmal eine erfreuliche Abwechslung. Ehrlich gesagt sogar ein neuer Anfang. Und genau den brauchen wir. Was werdet ihr jetzt tun? Wir bauen alles wieder auf. Ich werde mit Mugga und den anderen zusammenarbeiten, um die Abläufe in der Mine zu verbessern. Noch einmal die Vorteile genau betonen. Während ich auch die Sorgen ernst nehme. Marsok Gnade zu zeigen, war nur der erste Schritt. Ich habe noch viel vor mir. Was werdet ihr wegen den Kreaturen unternehmen, die immer noch durch die Minen streifen? Das wird etwas Zeit brauchen. Unser Clan kennt die Tunnel besser als jeder andere. Wir können zwar keinen echten Sturmangriff durchführen, doch mit etwas Planung und der richtigen alchemistischen Lösung sollten wir jene Schächte zum Einsturz bringen können, die überlaufen wurden. So werdet ihr aber viel von eurer Mine verlieren. Da habt ihr recht. Das werden wir. Doch jeder Ork fängt stets mit weniger an als andere. Wir werden neue Lagerstätten finden. Vielleicht weiten wir unsere Unternehmung in die Hügel östlich der Festung aus. Dem Nord wird das nicht gefallen, aber ihr wisst ja, was ich dazu sage. Weiß ich nicht, was sagt ihr dazu? Pech gehabt. Okay. So, liebe Freunde, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hört auf euren Häuptling. Oh, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder im Livestream am Montag um 20 Uhr. Beziehungsweise könnt euch auch alles auf YouTube anschauen.
falls ihr nochmal irgendwas nachsehen wollt. Das wird es die Tage dort auch geben. Also, wir bedanken uns recht herzlich und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.